Hallihallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Far Cry 3. Oh, ja, in der letzten Folge haben wir noch ein bisschen Heilung gesucht und wir müssen jetzt da zu Sam. Hide, oder wie der heißt, zu stürzen, aber ich traue Sam noch nicht so ganz. Das ist grün und das müsste auch grün sein. Dann haben wir, können wir, während, wenn wir nichts mehr zu heilen haben, trotzdem noch ein bisschen heilen. Dein Handwerkszeug? Partykram. Ich freue mich schon lange darauf, die Scheiße hier in die Luft zu jagen, wie wir Amerikaner sagen. Und du bist Amerikaner, Sam? Ja, mein Vater war bei den Navy Seals. Ich wurde geboren, als er in Texas stationiert war. Dann versetzte man ihn nach Deutschland. Oh, Uncle Sam. Ich verstehe. Ja, einer der Gründungsväter, glaube ich. Das solltest du mal nachschlagen. Vergiss es. Verbreiten wir etwas festliche Stimmung. Zu den Öldepots. Ich gebe dir mit den MG Deckung. Alles klar. Blitzkrieg! Nicht rein. Ich weiß ja nicht, was der von mir will. Nachladen! Nicht nachladen, heilen! Könntest du mal bitte hier die Waffe ausgerüstet lassen, die ich ausrüste? Ich werde sterben. Bombe! Verkannt!
Survive mal, Sam. Lass mich einsteigen. Gas! Wir können weiter. Zeit verfliegt, wenn man Spaß hat. Noch eins. Und ruckelst da rein. Sehr toll. Hat er gerade das Auto geschrottet? Der Sieg ist unser! Geschafft! America, fuck yeah! Jetzt noch das Sahnehäubchen und heute beim Pokern alle machen! Lass mich nicht hängen! Na, triff mich an Holz Stützpunkt! Also, Poet ist gar nicht interessiert zu fragen.
wer das alles gemacht hat. I don't give a fuck, wird er sich denken. Wo muss ich denn jetzt hin? Da, wo bin ich? Da. Nee, das ist mir zu weit. Ich reise einfach zum Stützpunkt, weil ich's kann. Ah. Wieder ein Fähigkeitenpunkt. Faustwaffenkills, Pistolenkills sind das. Okay, was brauche ich jetzt für den Rest? Faustwaffenkills, Pistolenkills, kann ich einmachen. Kills mit Granaten, okay. Todaufträge. Das heißt, das hier, das und das werde ich nicht mehr lernen. Das kann ich mir holen. Ich brauche ja nur noch einen Pistolenkill. Du arbeitest mit Sam? Der Kerl ist echt hardcore. Bist du hardcore? Musst du schon sein, um mit Sam mithalten zu können. Okay, mein Freund. Bist du bereit dafür? Oder brauchst du mehr Zeit? Wenn wir das erstmal anfangen, führt kein Weg zurück. Der Zugang zur Insel, zu Aufgaben und Aktivitäten wird ab diesem Punkt eingeschränkt. Du kannst damit weitermachen, nachdem deine Reise beendet ist. Fortfahren? Ja. Also dürfte das jetzt die Endmission sein. Ich habe ein Messer in meinem Stiefel. Du musst ihn ablenken, wenn ich geben sage. Okay, verstanden. Ja, willkommen, Jungs. Kommt rein, setzt euch doch. Schlafkart Holdem okay für euch? Ja? Kann ich euch was anbieten? Etwas zu essen? Eine Nuss vielleicht? Nein. Lass uns spielen. Poker. Frag einen Penner auf der Straße und er sagt dir, es ist ein Glücksspiel. Oder? Frag Sammy und er sagt, es geht ums Bluffen. Stimmt's, Sam? Ja. Ja. Aber stimmt doch, oder? Es geht darum zu spielen, bis die Bank gewinnt. Ich werde erhöhen. Ich gehe mit. Zehn und Bube. Zehn. Ich erhöhe. Raise. Call. Ich calle. Ich werde mal checken. Checke. Ich checke. Ich checke. Race. Ich calle. Call. Vergessen. Für wie dumm hältst du mich denn? Wir spielen weiter. Dealer sitzt links, oder? Diese Runde setzt er aus. Also,
Ich beobachtete dein Treffen mit Riley. Hab sogar ein bisschen geweint. Passiert mir nur selten. Ich gebe zu, ich hab dich unterschätzt. Folterst den eigenen Bruder und zerstörst meine halbe Organisation. Fünf, sechs, sieben, acht. Eine 9 oder eine 4? Eine 9 oder eine 4? Ass. 4! Das ist eine Straße. Aber die Kugel fällt, wohin sie will, hm? Ich vergebe dir. Also, nenn deinen Preis. Jeder hat einen. Hm? Ihr seid Marionetten und wir ziehen die Fäden. Das System ist gemacht, um so zu funktionieren. Scheiß aufs System. Ich kann nur mein Leben setzen. Es geht gar nicht anders. Das war's. Ein Bar. Ein paar 4. Weißt du was, Jason? Ich gehe es langsam mit dir an. Du bist ein Familienmensch. Einen Finger für jede Niederlage. Ich glaube, ich beginne mit dem Ringfinger. Ringfinger. Jeder Mord hätte dir viel Geld eingebracht. Fick dich! Das macht mir keinen Spaß. Wirklich nicht. Ich brauche keine 10 Finger für ein Messer. Ich mach das schon seit vor deiner Geburt, Junge. Komm doch her, alter Sack! Ich bin wirklich schwer enttäuscht von dir, Jason. Du hast gar nicht nach deinem Bruder gefragt, Riley. Wo ist er? Keine Sorge. Ich habe ihn an jemand ganz Besonderen verkauft im Jemen. Er mag sie jung. Ich werde dich töten. Ich habe mächtige Freunde, die dich jagen werden. Sie werden von dir keine Spur mehr finden. Quicktime-Events, Alter. Ich halte alle Trümpfe. Warum hast du dann Angst? Dein Bruder ist auf dem Flugfeld. Den Flug wirst du nicht verpassen. Er wird Verspätung haben. Alter Jason. Ich hab kein Quicktime-Event versaut, Alter. Boca Knight, Achievement unlocked. Sofort!
konnte mich nicht mehr heilen, weil ich gebrannt habe. Wie soll ich den mit einer normalen Waffe besiegen? Jetzt ganz ehrlich, das funktioniert ja ohne Sniper gar nicht. Ja, ja, da waren wir schon, Jason. Das hatten wir schon. Ja, du musst deinen Bruder finden. 444. Sniper! Riley, ich muss zum Flugfeld. Sofort! Ich glaube, ich habe eine Idee. Ja, ich hatte nicht gerade. Warum habe ich nichts mehr zu heilen? Habe ich nicht erst aufgefüllt komplett? Oder hat sich der Typ irgendwie so alles gegeben, was da ist? Alles klar, das Menü ist gerade nicht verfügbar. Kann ich's jetzt? Ich muss zum Flugfeld, sofort! Warum ist der Klick nicht drauf? Muss ich nicht damit gerechnet, dass ich so ein krasser Motherfucker bin, oder? Und mit dem Auto einfach durchspringen. Hallo? Wo bist du? Sie bringen sie alle weg. Ich weiß nicht, wohin. Wir brauchen dich. Was? Ich kann dich nicht hören. Bitte hier, so schnell du kannst. So ein Scheiß! Da ist es ja schon. Sei da, Riley. Das war's. Scheiße. Das brauche ich jetzt echt nicht. Da jetzt nicht mehr hoch. Alter, das hätten die aber ruhig bedenken können.
Natürlich bleibt man da hängen, weil man zu fett ist. Wo ist denn der? Es ist nur eine Frage der Zeit, bis wir dich kriegen. Oh, ich sterbe nicht. Der hat uns sein. Wenn da mal ein Gebäude offen wäre. Riley muss in einem dieser Gebäude sein. Halt's Maul. Du bist nur ein Nebencharakter. Riley muss in einem dieser Gebäude sein. Halt's Maul. In welchem Gebäude? Ich sehe nix. Das wird nix. Hey, ich bin hier! Er hat doch gerade gerufen, oder? Riley muss in einem dieser Gebäude sein. Wo? Riley muss in einem dieser Gebäude sein. Ich bin da. Gott sei Dank. Ich hab's schon nicht mehr geglaubt. Wir müssen hier verschwinden. Okay. Mir nach. Ich dachte, ich würde dich nie wiedersehen. Heli fliegen? Nein! Du hast doch einen Flugschein! Ja, aber für Flugzeuge! Ja, dann musst du schnell lernen! Was? Oh, Scheiße! Immer.
nicht, was ich machen soll. Benutze die Macht. Oh, danke, wenn du mal versuchst. Kannst du nicht erheben. Ich sind auf den Dächern. Das ist unser kleiner Bruder total geil. Das ist gerade alles anders. Bart kommt die ganze Zeit gegen das Mikro. Musst du jetzt nochmal zum Flugfeld fliegen? Bist du dumm? Hast du das gesehen? Kannst du mal normal fliegen, Jung? Gegen die Bank wetten. Warte hier. Was ist passiert? No. Scheiße. Wo sind sie? Wo sind meine Freunde? Sofort zum Tempel.
Riley, wir müssen los, jetzt! Bleib in der Nähe, Riley. Alles klar. Alles gelernt. Da fehlen zwei Sachen und da fehlt eine Sache. Citra, was hast du mit meinen Freunden gemacht? Wie schön, dass du siegreich zurückkehrst. Hey! Wo bringen sie ihn hin? Sieh dich an. Groß, stark, mächtig. Warum wieder das sein, was du einst warst? Nun bist du perfekt. Das ist meine Schuld. Ich ließ dich leben mit dieser Last. Der Pfad reinigte dich, doch die Läuterung ist nicht vollendet. Das ist falsch. Tu das nicht. Ich liebe dich, Jason. Aber du lässt mich dir nicht all meine Liebe geben. Ich weiß, wie schwer es sein muss. Es verletzt mich, deinen Schmerz zu sehen. Citra. Ich will dir nur helfen. Dich dafür lieben, wer du bist. Den Mann anbeten, der du geworden bist. Es wird alles bald vorbei sein. Ich bringe dich auf das Podium. Und dort wirst du von deiner Vergangenheit befreien. Und dann gehöre ich dir. Wenn ich dich nicht will, Bitch. Freunde retten, Citra anschließen. Was will ich mit Citra? Jason, warum musst du gehen? Du wirst kein Krieger mehr sein, kein Held. Deine Freunde werden gehen.
Kinder bekommen und langweilige Leben leben. Bleib hier. Der Dschungel wird immer für dich da sein. Und du wirst immer König sein. Sind sie tot, musst du nie wieder fort von hier. Die Gewalt ist vorbei. Ich bin fertig. Kein Blut mehr. Jason, sieh mich an. Bleib bei mir. Du brauchst keinen von denen. Du bist auch alleine mächtig. Jason, ich liebe dich. Jason, was ist los mit dir? Citra hat mich erlöst. Uns alle erlöst. Und du willst ihre Liebe nicht... Ah! Ja, Sigi. Dennis, die alte Socke hat sie drauf gestochen. Ich liebe dich. Ich dich nicht. Verlass mich nicht. Jetzt bist du sowieso schon tot. Verzeih mir. Was habe ich getan? Was habe ich getan? Citra! Citra, bitte! Verlass mich nicht, bitte! Citra, es tut mir leid! Citra, bitte verlass mich noch nicht! Zurück, ich bin ein Monster. Ich spüre die Wut in mir. Aber irgendwo in mir drin bin ich mehr als das. Besser als das. Ja, wie es aussieht, war das Far Cry 3. Das Let's Play. Ohne Spaß, ich hätte mich immer für die Freunde entschieden, weil ich mag Citra nicht. Es ist nicht... Weiß nicht. Nee. Also da habe ich hier seine Freundin schon viel lieber. Lisa? Ist es Lisa? Oder ist Lisa... Die Blonde ist Daisy, also ist das Lisa. Dann haben wir zwei Kollegen und unseren kleinen Bruder wieder. Und weil Jason ja sagte so, dass er ein Monster geworden ist und die Wut in sich spürt, das kann ja geheilt werden. Indem man einfach ist. Ich hoffe, man weiß, wie ich das meine. Ha. Ja, also, es tut gerade echt gut, die Endcredits hier zu sehen. Vor allen Dingen, ich habe heute von 12 Uhr mittags bis jetzt um 23.35 Uhr Far Cry 3 gespielt. Hab zwischendurch mal kurz was gegessen, 20 Minuten lang. Und sonst habe ich quasi nur aufgenommen, Funktürme eingenommen, Lager auseinandergenommen. Ja. Das war Far Cry 3. Interessant. Far Cry 4 werde ich nicht spielen.
Ich hätte eventuell noch Far Cry Primal. Aber ich weiß nicht, wie Far Cry Primal so ist. Ich weiß nicht, ob ich mir das jetzt extra runterladen will. Leider gibt es keinen Let's Player, wo ich mal reingucken könnte, wo mir das wo mir auch gefällt. Der einzige, wo ich gefunden habe, war Saraza und ein paar No Names, und Saraza mag ich nicht. Beatsmeet macht ja leider keine Singleplayer-Let's Plays mehr, und der Saraza, der schon gemacht hat, hat es Gronkh nicht gemacht, weil irgendwie macht Saraza immer alles, was Gronkh nicht macht. Ja. Heute bin ich dann echt schon fertig. K.O. quasi. Und ich habe jetzt schon keine Lust auf Sensieren. Wegen der einen Szene mit Citra, wo die uns einfach so hier genagelt hat. Während wir gegen einen fetten Dämonen gekämpft haben. Muss ich sensieren. Weil Nippel. Darf man zeigen auf YouTube, wenn man das Video auf 18 stellt, glaube ich. Aber da habe ich keine Lust drauf. Und tatsächlich konnten wir den einen da vertrauen, der abgemurkst wurde von hier heute. Der mit uns pokern gegangen ist. Dachte ich echt nicht, dass wir dem vertrauen können. Ja gut, aber er wurde uns ja empfohlen von dem Typen, wa? Dem wir vertraut haben. Alter, die Endcredits sind immer so ultimativ lange. Data Managers, Quality Control, QC Coordinator, Development Testers, Testers, Head of Communication and User Research, Marketing, Community Developer, Community Manager, Development Team, Ubisoft, irgendwas. Lead Programmer, Programming Technical Director, Lead Animator, Lead Audio Designer, Animation Association, Level Designers, Level Artist, Lightning Artist, Shader Artist, UI Artist, Concept Artist, Visual Effect Artist, Character Artist, 3D Animators, Programming. AI Gameplay Programmers, Audio Designer, Audio Integrator, Quality Assurance, ich habe keine Ahnung, wie man den ausspricht. Quality Control hatten wir schon. Development Team Red Storm Entertainment, Producer, Engineers, Artists, Tester, Quality Control, Worldwide Quality Control Studio Director. Worldwide Control Coordinator. Das kann kein Mensch in der Geschwindigkeit durchlesen, Alter. Ich bin gerade gespannt, ob nach dem Endscreen noch was kommt. Also nach den Credits. Ich kann leider auch nicht einfach raussteppen und was gucken, weil das hört man dann im Video. Und wenn ich einfach so raussteppe, um was anderes zu machen, dann hat man hier keinen Sound mehr. Stefan, Diddy, Dottor.
Valentin, Valentin, Valeriu, Vlad, Vlad, Vladimir, Vlad. Adrian, Adrian, Alexandru, Adrai, Bogdan, Christine, Florin, 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 Horatiu. Special Tests Lead. Special Tests Team. QC Compatibility Lead. Hardware Compatibility Spectaclist. Oder so. Alice Director, alles klar. Motion Capture. Alles gleiche. Eigentlich könnte ich hier aufs Klo gehen, aber ich glaube, die Endcredits sind jetzt bald vorbei und ich will gucken, wenn zum Schluss noch was gekommen ist. Auf alle Fälle danke ich jedem, der sich das Let's Play komplett angeguckt hat. Ja, und ich hoffe, es werden noch viele, viele, viele gute Let's Plays kommen. Beziehungsweise gute Spiele, die ich gern Let's Play. Bei Far Cry 3 hatten wir es jetzt ja so, ich hab's am Anfang habe ich es gebracht, dann hatte ich was anderes gebracht, kurze Pause mit Far Cry gemacht, weil es einfach zu viel Far Cry wurde. Und jetzt habe ich es halt so gemacht, dass ich von der Folge nach der Pause bis jetzt komplett durch aufgenommen habe, also das komplette Projekt runtergerattert habe, damit ich dann auch noch hier genug Spielraum habe, um meine anderen Sachen aufzunehmen. Könnt ja gern mal hier bei meinem Kanal gucken, ich habe über 900 Videos, habe schon ein paar Let's Plays abgeschlossen, eins habe ich abgeschlossen mit mehreren Leuten. Also ein Multiplayer-Projekt war das quasi, Left 4 Dead 2 nämlich, Left 4 Dead 1 und 2 mit Melody. Ansonsten habe ich Lucius durchgespielt, Tales of Berseria, Bioshock Infinite, Nier Automata. Ist hoffentlich einiges dabei, was jemandem gut gefällt. Ansonsten habe ich ein paar Let's Plays angefangen, zum Beispiel Tales of Vesperia und Tales of Systeria. Bei Tales of Systeria bin ich mir nicht sicher, ob ich weitermachen will. Da will ich dann nur weitermachen, wenn ich genug Leute habe, eventuell vielleicht sogar neu anfangen. Axel World vs. Sabat Online habe ich auch completed. Wenn ich mal eine bessere Grafikkarte habe, werde ich auch Kingdom Come Deliverance Let's Play. Naja, ihr merkt bestimmt, ich habe jetzt gerade kein Gesprächsthema für die ganz langen Endcredits und so lange wie ich jetzt geredet habe, hätte ich eigentlich auch aufs Klo gehen können. Die Endcredits überspringen. Nee, ich guck mir die schon komplett an. Habe ich bei jedem Spiel so gemacht. Weiß gar nicht, ob die Projekte, die ich aktuell am Laufen habe, überhaupt am Ende dieses Let's Plays noch laufen. Aber falls sie noch laufen, ist es 7 Days to Die mit der Melody und Code Wine. Und nach Code Wine habe ich vor, dass ich Dark Souls Let's Play. Vielleicht Let's Play ich auch schon Dark Souls, weil Code Wine schon zu Ende ist.
glaube ich aber eher weniger dran, weil ich werde jetzt mit Code Wein und 7 Days to Die jeden Tag ein Video hochladen, was bedeutet, dass auch jeden Tag hier Far Cry 3 kommen wird. Ich meine, ja, ich spreche jetzt halt in der Vergangenheitsform, sage ich mal, weil es ist ja aktuell noch der Tag, wo alles noch frisch am Laufen ist. Ich glaube, Folge 10 oder Folge 9 von 7 Days und Folge 6 oder 7 von Code Wein, bin mir aber gerade nicht sicher. Kann ich mal ganz kurz nachgucken? Dafür habt ihr jetzt ganz kurz keinen Sound bei den Endcredits. Folge 8 von Code Wein und Folge 10 von 7 Days. Oh, muss ich aber noch Thumbnail machen. Ich hoffe, dass das nicht allzu lange dauert, weil sonst habe ich heute kein Video hochgeladen. Es ist nämlich 23.47 Uhr. Und ich habe es ja schon hochgeladen, aber noch nicht veröffentlicht, weil ich noch Thumbnails machen muss und Tags reinschreiben. Auf alle Fälle ist die Mucke super intensiv laut. Ich bin mir gar nicht sicher, ob man mich überhaupt gut genug hört. Jetzt läuft wahrscheinlich von irgendwie so jeder Sprache, die das Spiel hat, die Endcredits durch. Ach, ich gehe jetzt einfach kurz aufs WC. Bin wieder da. Ihr habt es ja wirklich gut. Ihr müsst nämlich einfach nur hingehen und unten in der Videoleiste auf den Moment springen, wo die Endcredits vorbei sind, falls noch was kommt. Und wie es scheint, kriege ich die zwei Videos heute nicht mehr hoch. Wir sind jetzt nämlich schon 51.
Das heißt, ich habe jetzt noch 9 Minuten, um Thumbnails zu machen. Und muss aber noch die Endcredits abwarten. Ah, ich meine, zu dem Zeitpunkt ist es ja schon passiert. Ich vergesse das immer wieder, weil ich bin ja jetzt gerade nicht live. Ich finde es nur komisch, dass mein Spiel verbuggt ist. Ich meine, das Spiel kam, glaube ich, 2013, oder? Muss man eben ganz kurz nachgucken, tut mir leid. Shopseite 2012. Das heißt, das Spiel ist jetzt 8 Jahre alt. Weil jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme haben wir den 14.01.2020. Ich habe jetzt einfach Escape gedrückt. What a trip. Achievement unlocked. Alles klar, das war's. Es kommt also nichts mehr. Gut Leute, ich danke euch fürs Zuschauen und ich hoffe, ihr schaltet auch in einem anderen Let's Play wieder ein. Ciao.